Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Ich begrüße euch auf meinem Kanal und mich würde sehr freuen, wenn ihr am Ende des Videos mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo, wenn es euch da ein bisschen gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht mit der Quest Der Vergessene. Folge den Spuren. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brum das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Okay. Oh, so, wir folgen den Spuren. Und es wird langsam nachts. Boah, sieht das geil aus, Leute. Sehr, sehr schönes Spiel. Diese Plünderer denn da? Boah! Ja, gar nicht gesehen jetzt. Mit dem Speer geht's ganz gut, muss ich sagen. Wir looten. Sehr schön. Immer schön Metallscherben. So, was haben die denn hier bewacht? War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Okay, da sind auch Wächter. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Okay. Spuren führen da hoch. Irgendwas leuchtet da hinten, was ist das? Dir nicht gefallen. Okay, nehmen wir auf jeden Fall noch das Material mit von denen. Das nehme ich lieber mit. Was jetzt? Irgendwie geblendet oder sowas war das? Okay, wir gehen aber jetzt hier weiter.
Lieblingsmedizin? Ist der da hochgegangen oder was? Jemand hat diese Vorräte geplündert. Brum war sehr lange schauen ausgestoßen. Wir mal. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Oh, das wollte ich nicht. Okay, Fallschaden gibt es auf jeden Fall in dem Spiel. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Keine Ahnung, aber ich glaube, das werden wir bestimmt bald rausfinden. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Ich höre dir nicht zu! Du musst erst schwören! Okay. Terror, Selbstmord, Suizidversuch. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Reiß dich mal zusammen. Reiß dich zusammen und hör zu! Nur meine Stimme ist wichtig. Und jetzt tritt von der Kante zurück. Ja. 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 Sie sind Geister. Du bist leibhaftig. Olara hat immer gesagt, wenn ich einen Sprecher sehe, soll ich die anderen ignorieren. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Was mir jetzt ein bisschen auffällt, dass es ein bisschen unsynchron ist anscheinend. Okay ist. Oh nein, 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 nein. Nein, bitte, das hatte ich gelesen, dass es nur in der deutschen Version anscheinend ist. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Er braucht dich. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Okay. Anscheinend diese Quest abgeschlossen. Nebenquest abgeschlossen.
Belohnungskiste. Schauen wir mal, was da drin ist. Okay, Metallscherben, Metallbrand. Okay. Ah, gestärkte Gesundheit, vollständig wieder, ein starker Trank aus Tierextrakten, der nach der Einnahme vollständig wiederhergestellt und heilt. Okay. Können wir den ausrüsten? Ja, da wäre ausgerüstet. Okay. Machen wir mal so. Ich glaube, der Trank, was ich jetzt habe, das reicht mir erstmal. So, schauen wir mal. Gibt es hier irgendwelche Quests oder sowas? Hier ist ein Händler. Hier wird es eine Quest geben, ja. Das Überbrückungsgerät. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal zu der Quest hin. So, okay. Können wir hier runterspringen? Nee, schaut nicht so aus. Dann müssen wir da runterklettern. Boah, das wollte ich nicht. Egal, wir werden bis dahin bestimmt noch einiges finden an Medizin. Nora Krieger. Ich will jetzt wirklich mal probieren, ob man hier tauchen kann in dem Game. Das haben wir nämlich noch gar nicht probiert. Na, tauchen geht anscheinend nicht. Okay. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Genau, würde ich auch mal sagen. So, wir gehen ins Läufertal und werden jetzt probieren, dass wir die Quest erledigen und so eine Maschine hacken können. Da sind die Läufer. Okay, ich glaube, wir werden den schnappen. Läufer, an ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Gehen wir mal ganz langsam ran, dann müssen wir 3 gedrückt halten. Ich hoffe, dass wir keine Wächter sind, weil die greifen uns dann nämlich gleich an. Okay, dann mal los! Komm jetzt, mach schon! Bäm! Es hat geklappt! Er ist nicht feindselig. Okay, wenn also, du X antippst, erhöht die Geschwindigkeit der Reitmaschine durch, dann wird sie besser. Langsamer. Nutze ja 1 Nahkampfangriffe. Okay. Und ich kann auf dem Schein schießen. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Was? Um deine Reitmaschine zu rufen, wähle im Werkzeug. Was? Ich sollte noch andere Maschinenarten überprüfen. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Werkzeugmenü. Hä? Warte, wir steigen mal runter.
Da ist es. Okay, warte mal, probieren wir es mal. Sehr, sehr geil. Geil. So, rede mit Val. Eine Sucherin vor den Toren. Wo ist die Quest? Okay, da hinten. Ich würde sagen, da reiten wir. Jetzt bin ich abgestiegen. Geräusche. Direkt vor den Toren? Nein, vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört zu sein. Holt es näher ran! Näher! Kann ich den jetzt immer rufen? Das wäre ja geil. Dann haben wir schon mal einen Mount. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du es schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich es schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Ja, das bin ich. Mach das nicht rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Okay, die Erprobung. Gehen wir mal den Dialog die durch. Die Lehren der Erprobung? Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Deine Schwester war Vala? Vala, seine Schwester. Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. So, Massaker am Kriegstrupp. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Okay. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Jetzt hat er die Vala schon gesagt, dass sie alles von ihrer Mutter gelernt hatte. Okay, Gefahren jenseits des Beckens. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Okay, ich muss jetzt gehen. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers.
Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Okay. Neue Hauptquest, die Spur der Kriegsherrin. Rede mit Maria in Mutterkrone. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob wir hier die Maschinen plündern können. Okay. So, wo geht's denn hier hin? Oh, hier ist aber ein weiter Weg. Dafür werde ich natürlich Plätze holen. Ich sag, er heißt jetzt Plätze. Die Göttin schütze dich. Können wir hier speichern auf dem Vieh drauf? Oh. Speichern wir ab. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Mein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Kann ich noch Medizin aufnehmen? Okay, die hat auch eine Quest für mich. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Lief nicht so gut. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Ich muss jetzt los, Gran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. So, es wird langsam wieder Tag, so wie es aussieht. So, und wir werden jetzt mal da durchreiten. Kommen wir nicht durch, oder was? Wir müssen doch aber da durch, oder? Hä? Ach mei, ich habe das falsch markiert. Markierung auf, wir müssen da hinten lang, okay.
Ich bin komplett falsch gerannt. Genau. Ich bin längst weg. Jagdgebiete, finde den Jagdgebiet-Hüter. Machen wir das doch mal. Wir müssen dem Pfad hier folgen. Ja, genau, der springt einfach hoch da. So. Was hat denn der für Schönes für mich, der Händler? Schauen wir mal. So, kaufen. Seilwerfer. Boah, schaut geil aus. Bo. What the fuck? Okay, da müssen wir glaube ich noch ein bisschen sparen. Rohstoffe, okay, da kaufen wir nichts. Schatzkisten. Der hat eine Gratisprobe, den nehmen wir natürlich mit. Und machen doch die gleich mal auf. So, was hast du zu reden? Rede mit dem Hüter. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Hm, trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen.
Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Okay, bereit, eine Prüfung zu wählen? Klar. Holzstab, Schwarzschwänge. Keine Ahnung. Nur teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Okay, die ist sehr mal. Gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. Entferne Behälter von Grasern. Ah, okay. Machen wir nochmal. Hab ich den. Wie lang gerannt sind. Wieder verschossen. Munition mehr. Werden sie wieder zurückgerannt sein, ja. So, ich brauch die gar nicht einsam, ich muss runterschießen müssen. Ah, alles klar. Okay, dann müssen wir wieder hochgehen. Aber erst nehmen wir uns die Medizin noch mit.
Das werde ich noch brauchen. Okay, schauen wir, was der zu sagen hat. Speichern wir und dann schauen wir uns das an. Yep. Das erste Mal und sofort geschafft. Hier eine Halbsonne. Wenn du etwas schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. Nur Halbsonne. Okay, verabschieden. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich. Gar nicht schlecht zu wissen. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir aber einen Cut. Sind da doch schon wieder gut 35 Minuten. So, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir hier einen Kommentar hinterlasst. Ein Like oder auch ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.